Hallo und herzlich willkommen zu Swissmade. Zurzeit stellt das Künstlerduo Com&Com im Zürcher Kunsthaus drum um von einem Film aus, was eigentlich gar nicht gibt. Sicher habt ihr schon den Trailer von Seafans Tales Saga bei uns auf Stadt.TV gesehen. Aber um was geht es jetzt in dieser Ausstellung? Ist es tiefgründige Gesellschaftskritik oder viel Tamtam ohne künstlerischen Inhalt oder schlicht und einfach eine pure Selbstinszenierung von zwei Künstlern? Stadt.TV hat Com&Com während der Produktion und der Inszenierung von ihrem Werk begleitet. Kunst vom Lügen, jetzt im Swissmade. Markus Gosold. Also im Grundsatz bin ich natürlich sehr zufrieden. Das, was ich bis jetzt auch gesehen habe, bin ich sehr zufrieden. Doch zukünftig gibt es sicher auch wieder Dinge, die ich anders machen würde. Doch von der Leistung her bin ich sehr zufrieden. Johannes M. Heidinger. Die Ansprüche sind natürlich extrem hoch. Vor allem seit dem letztjährigen Erfolg von Die Odyssee. Und alle erwarten natürlich, dass wir das noch toppen. Ich glaube, jetzt so am Ende der Dreharbeiten kann ich sagen, dass das von uns her sicher gelungen ist. Und alles weitere werden Sie im Kino sehen. Ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns Tränen und Helfer. Com&Com sind zwei, das ist der Markus Gosold und ich. Wir spielen die Hauptrolle, führen die Regie. Ich habe das Drehbuch geschrieben und wir sind auch für das Art Design mehr oder weniger zuständig. Wald bei Zürich. Hier finden die Dreharbeiten zu Seafiles Tales Saga statt, dem ersten Schweizer Film à la Hollywood. Und Johannes Heidinger gibt bereits die ersten Interviews. Seafiles, man könnte ahnen, ist entlehnt von X-Files, die mystisch paranormal US-amerikanische Detektivstory. Das ist auch der Hauptplot eigentlich von dieser Geschichte. Es sind zwei Detektive, die ermitteln die paranormalen Fälle. Viele Leute verschwinden, kommen wieder führen. Und plötzlich verschwindet einer der Detektive selber, findet sich wieder im Mittelalter, muss die Rolle des abwesenden Wilhelm Tell übernehmen. Und um quasi die Schweizer Geschichte wieder zu retten, während der andere in der Gegenwart gegen Außerirdische kämpft. Am Schluss natürlich gelingt die Sache, die Schweiz und die Welt kann gerettet werden. Alles ist wieder im Lot, man ist wieder zurück. Seafiles Tales Saga soll dem Schweizer Film neue Maßstäbe setzen und Hollywood ernsthafte Konkurrenz machen. Die Produktion ist dementsprechend professionell und aufwendig. Es ist ein, für Schweizer Verhältnisse ein ziemliches Riesending. Also wir haben meistens 30, 35 Leute auf dem Set, aber haben nachher auch noch gewisse Shots, wo wir halt einfach 60 bis 80 Leute und Ross und Kind auf dem Set hatten, was natürlich ein ziemliches logistisches Problem ist. Wir haben auch Flugaufnahmen gemacht. Also das ist, da haben wir einen Jet Ranger gehabt, das ist ein Helikopter, und haben dann wirklich spektakuläre Aufnahmen können machen. Da ist die Kamera direkt unter dem Helikopter und da hat dann wunderbare Flugaufnahmen gemacht, so über Felder und aber auch in den Bergen oben. Und das sieht natürlich dann auch wieder spektakulär aus. Du kommst jetzt raus, als ob du irgendwie. Markus Gosold und Johannes Heidinger führen einerseits Regie, spielen selber aber auch die Hauptrollen. Johannes Heidinger als Special Agent Heidinger. Markus Gosold spielt den zeitreisenden Agenten, der in der Vergangenheit die Rolle des Wilhelm Tell übernimmt und so die Gründung der Schweiz sichert. Filmfestival Locarno im August. Von ihrer Arbeit sichtlich überzeugt, taucht die Com&Com Crew am Jungfilmer-Apero von Star.TV im Grand Hotel auf. Thema Nummer 1 unter den jungen Schweizer Filmemachern: die fehlende finanzielle Unterstützung des einheimischen Films durch den Bund. Com&Com kümmert dieses Thema wenig. Die Schweizer Geschichte war eh ein grosser Lug und wir blicken jetzt die Waren auf. Also das ist so. Und da lohnt sich natürlich schon Geld geben, vor allem in der Schweiz, finde ich. Ja, wobei ich muss sagen, der grösste Geldgeber kommt natürlich aus dem Nahen Osten. Also mit Schweizer Geld alleine wäre es nicht zu finanzieren gewesen, in dieser Grössenordnung. Also, da muss ich den Kollegen von der Branche hier in der Schweiz recht geben. Also. Die Filmszene staunt. Gleich mit ihrem Erstlingswerk brechen Com&Com die Schweizer Grenzen. Wir haben jetzt quasi das erste Mal wirklich geschafft, die Konkurrenz zu Hollywood machen. So das Stück. Und der Film ist geil geworden, das können wir irgendwie noch sagen, müssen wir auch noch sagen. Der Film ist geil geworden.
Und das ist sicher nicht zuletzt geil, weil einerseits machen wir Ski und andererseits machen wir natürlich sind wir die Hauptdarsteller. Die Sensation ist perfekt. Sogar Oscar-Preisträger H.R. Giger lässt sich wieder auf eine Großproduktion ein. Und Weltpremiere, diesmal als Schauspieler. Gedreht wurde im Gigers Museum in Gruyère. Also ich habe einen Telefonanruf bekommen von Com und Com. Und dann kamen sie auch am selben Tag noch. Ich finde das toll. Ja. Ich habe das interessant und witzig gefunden. Und schön, das auch. Ne? Der Licht- und Kamerascheue H.R. Giger, berühmt geworden durch seine außerirdischen Wesen im Film Alien, lässt es sich nicht nehmen, Texte zu improvisieren. Sie sind das Orakel? Bingo, hast du jemand anderen erwartet? Also du bist da gerade geschminkt. Für was für eine tragende Rolle ist das? Das Orakel. Ich muss das Orakel spielen. Im Museum, im eigenen. Aber es geht nicht ums Museum, sondern um den Tell. Und was Orakel ist? Das weiss ich nicht so genau. Es bleibt mir verborgen, vielleicht merkst du es am Schluss. Kunsthaus Zürich, zwei Wochen später. Hier finden die Interviews für das Making-of statt, wie üblich bei Großproduktionen. Star-TV-Moderatorin Mireille Jatton führt die Making-of-Gespräche im extra dafür aufgebauten Set. Das Making-of zu Seafires Tell-Saga kann sich sehen lassen, wie folgende Ausschnitte zeigen. Seafires Tell-Saga, der neue Film von Com & Com, ist eine rasante Crime-Story quer durch die Zeit. Nach dem Erfolg ihres letzten Epos The Odyssey waren die Erwartungen natürlich hoch. Doch auch dieser Film bricht erneut alle Erzählmuster und Sehgewohnheiten. Im Moment sind die beiden ein bisschen verwöhnt, nicht? Sie eilen von Erfolg zu Erfolg, sie werden gefeiert rund um den Globus. Und ich musste schon schauen, dass dann tatsächlich auch die ganze kreative Energie, das Potenzial, das da ist, auch in unsere Produktion gesteckt wird. Seafires Tell-Saga ist eine intelligente Neuinterpretation der Wilhelm Tell-Sage und belebt das Genre des Schweizer Historienfilms neu. Die Produktion sparte weder an Personal noch an Material. Insgesamt dauerten die Arbeiten an Seafires Tell-Saga über ein Jahr. Gedreht wurde in der Innerschweiz, Österreich und Italien. Über 400 Personen steckten ihr Know-how in dieses außergewöhnliche Filmprojekt. Zusammen schufen sie einen der erfolgreichsten Schweizer Filme der letzten Jahre. Entstanden ist eine großartige Mischung aus Intelligenz, Herzblut und Action. In einer Notwurst und Gefahr. Wir wollen frei sein. Der neue Schweizer Film. Witzig, kompromisslos, einzigartig. Jetzt in Ihrem Kino. Seafires Tell Saga. Coming soon. Und zwar im Kunsthaus. Aber nicht wie versprochen als Vorpremiere, sondern im Rahmen einer Vernissage. Der Film Seafires Tell Saga ist ein Riesenschwindel. Der Trailer und das Making-of sind die einzigen filmischen Produkte, die Com & Com tatsächlich produziert haben. Wir haben Stills, Fotos vom Film. Wir haben grössere Stills, die auch zeigen, Bilder aus dem Film. Wir haben einen Ausschnitt aus dem Film. Wir haben dann einen Trailer vom Film. Wir haben sprich, ein Making-of vom Film. Es ist quasi eine Ausstellung über den Film. Seafires Tell Saga, eines der Produkte der Firma Com & Com. Wenn die Menschheit. Der Trailer und das Making-of werden zwar gezeigt, aber die angeblichen Dreharbeiten zum Film, die Interviews über den Film, das Set und der Auftritt von Com & Com am Filmfestival Locarno, die groß angepriesene Konkurrenz zu Hollywood, alles nur Staffage für ein Kunstwerk. Verdammt, Gosold, was geht hier eigentlich vor? Ja, was? Drehbuch, Fanbook, Plakat, alles ist vorhanden. Ein Riesen-Tamtam um
Nichts? Man kann sehen, dass sie zwei Hochstapler, die sich da nicht da eine riesige Show inszenieren. Man kann sehen, dass sie zwei wahnsinnig kritische. Man kann sagen, dass sie zwei naive Fans von X-Files, die jetzt da das nachspielen. Es gibt verschiedene Arten, das zu lesen. Und das ist das Schöne daran. Oder? Die Ausstellung zeigt uns eine andere Form von Kunst, die mir sehr passen tut und ich auch gerne unterstützen tue. Und ich finde sie ziemlich amüsant und einfach mal in einer anderen Form umgesetzt. Das Ziel ist, dass irgendwie an einem Stammtisch irgendjemand erzählt, du hast den gesehen, den Film, und der andere hat nur den Vorfilm gesehen und hat das Gefühl, ja, ich habe ihn gesehen, und läuft hin und findet, das war ein scheiß Film gewesen, und irgendwie redet über den Film, was der Film gar nicht gegeben hat. Die Kollegen an der Akademie nannten sie nur Spooky Twins. Die Ironie und der Größenwahn machen das irgendwie sehr interessant. Es ist amateurhaft, es sieht überhaupt nicht aus. Man nimmt einfach ein Thema und man meint, irgendwo würde ich ankommen. Aber das hat mit Film nichts zu tun. Es ist Pippi Lotti, die ihr das Gesicht an irgendeine Leinwand klebt und Zungen ausstreckt. Das ist Kunst. Hier ein paar Leute im Gras rumspielen, das ist Kunst. Das kann jedes Kind heute machen. Und nur weil man jetzt einen neuen Direktor hat im Kunsthaus, einen jüngeren Direktor hat, muss es jung und lässig und geil sein. Und das ist überhaupt von dem nichts. Das Einzige, was Wert hat hier drin, ist die Magnum-Ausstellung. Das sind Leute mit Erfahrung, das sind Leute mit Fach, das sind Leute, die von Kunst etwas verstehen. Und das andere, das ist einfach moderne. Ich sag's jetzt lieber nicht. Es geht wirklich auch um eine Art Irritation. Also, dass man nicht durchläuft und so, aha, erst begriffen oder schnell das Zettel lässt, aha, da ist jetzt das rote Quadrat, zack, weg. Also, dass die Konsumhaltung interessiert uns eigentlich nicht. Dass man sich irritiert sein, man sich fragen, was ist, dass man anfängt zu denken. Ich bin vollkommen entgeistert und probiere den Sinn zu erfassen davon. Ich bin aber noch gar nicht sicher. Es ist wahrscheinlich irrsinnig tiefgründig. Ich glaube, es geht eigentlich darum, dass es um nichts geht. Es ist eine grosse Luftblatere, die aber perfekt, hochglänzend, farbig gemacht ist. So, dass man es eben fast nicht mehr vom Original kann unterscheiden kann. Das, was wir machen, oder die, quasi die Schublade, die wir drin gehören, das nennt man Konzeptkunst. Und bei uns ist das Konzept im Vordergrund. Also, es geht nicht darum, dass wir irgendwie die Bilder, jetzt die absolut neuen, tollen Bilder finden. Es geht nicht darum, irgendwie, dass wir die neuen, tollen Plakate machen. Es geht darum, dass unser Konzept ist, das Ganze zu formen. Sie hoffen sicher darauf, dass sie zum Denken anregen. Nicht zuletzt eben durch, zum Nachdenken anregen über die mediale Scheinwelt. Wenn die Wahrheit. Ich bin nicht verrückt. Systematisch vertuscht wird. Das Medium Fernsehen war für die Glaubwürdigkeit von C-Files Tales Saga wichtig und wurde bewusst als Mittel zum Zweck eingesetzt. Konkret war dies natürlich der Sender für Entertainment und Lifestyle. C-Files Tales Saga coming soon on Star TV. Star TV war der richtige Sender, um den Trailer von C-Files Tales Saga auszustrahlen und außerdem das einzige Medium, welches Com&Com half, die Illusion um den Film und den Starrummel um Com&Com aufzubauen. Großartig angekündigt, die neue Schweizer Film C-Files Tales Saga, wo Hollywood will Konkurrenz machen, läuft. Wir haben wirklich einen wichtigen Teil beigetragen, um das künstlerische Werk eigentlich zu vollenden, indem dass er im Medium Fernsehen eigentlich die Fiktion und die Suggestion, dass der Film kommt, aufrechterhält. Und ja, vielen Dank.